Am Samstag, den 10. April, fand in Mutterstadt der diesjährige Großreinemachetag 2021 der Gemeinde statt. Pünktlich um 9 Uhr konnte Bürgermeister Hans-Dieter Schneider ca. 90 Helferinnen und Helfer von groß bis klein aus den ortsansässigen Vereinen, Organisationen sowie Privatleute, die sich an der traditionellen Aktion beteiligten, begrüßen. Ja, es werden im gesamten Ortsgebiet Rückstände, Müll, der achtlos meistens weggeworfen wird oder auch beabsichtigt weggeworfen oder abgelagert wird, eingesammelt. Wir wollen dazu einen Beitrag leisten, dass unser Ort einfach sauberer wird. Diese ganze Aktion hat schon etliche Jahre Tradition. Sie ist mal gestartet draußen im Wald als Waldreinigung und hat sich jetzt in den letzten Jahren auf die ganze Gemarkung ausgebreitet. Hartmut Kegel, Beigeordneter und zuständig unter anderem für Umwelt- und Naturschutz, hatte die Zuteilung der Sammelgebiete vorgenommen und gab nützliche Tipps und Hinweise an die engagierten Sammler. Ich habe eine Einteilung im Vorfeld vorgenommen, sodass immer 4 bis 6 Leute einen Straßenabschnitt bedienen können. Auf die Verkehrssicherheit muss natürlich hingewiesen werden, weil man am Straßenrand entlangläuft, da ist ein Samstag sehr geeignet. Die Leute sind sehr motiviert, sie haben ihre Verpflegung mitgekommen und sollen den Müll einfach vor Ort stehen lassen. Der Bauhof sammelt die Säcke dann ein. Ausgestattet mit Warnwesten, Müllzangen und Müllsäcken sowie einem Lunchpaket machten sich die engagierten Müllsammler ans Werk. Vor allem die Ortsrandlagen und Ortsausfahrtsstraßen waren Schwerpunktsgebiete. Für den Bürgermeister nicht nachvollziehbar ist die Tatsache, dass viel Müll mit einer strafrechtlichen Relevanz entsorgt wird, obwohl man ihn kostenfrei beim Wertstoffhof mit durchgängigen Öffnungszeiten abgeben könnte. Die Gesamtorganisation hatte Rüdiger Geib. Er sorgte für die fach- und sachgerechte Ausrichtung der Ehrenamtler und freute sich über die große Anzahl der Teilnehmer, die alle die Corona-Regeln umsetzten. Das gemütliche Zusammensein nach der Veranstaltung fiel eben dieser Regeln leider zum Opfer. Ich denke, die große Teilnahme ist auch ein Resultat aus der Pandemiebedingungen, die wir momentan haben. Für viele Leute unter Wahrung des Mindestabstandes ist es auch kein Problem. Die freuen sich mal wieder unter Leute zu kommen, sich mit anderen Leuten austauschen zu können. Und so denke ich, ist auch die große Zahl von Helfern zusammengekommen. Am Ende wurden 92 große Müllsäcke gefüllt mit Unrat gesammelt, die von den Mitarbeitern des Bauhofs entsorgt wurden. Natürlich packte auch Bürgermeister Hans-Dieter Schneider mit an. Er sorgte für eine reibungslose Logistik.